Projekt, soweit ich mein eigenes erstes richtiges Haus in Angriff nehme, wird definitiv dieses Badezimmer sein. Ich bin verliebt. So, das ist meins und hier ist Dennis. Sophie, wir müssen alles bei dir unten machen, weil wir haben überhaupt keinen Platz. Oben bei uns. Ja, es ist schon echt toll. Hart gearbeitet. Ja, absolut. Ich habe zwar das Kleinste, aber ich habe dafür den Balkon, das ist okay. Ja. Bitte alle Wände weg. Ich möchte alle Wände weg. Alle Wände weg? Ja, zur Not, das muss einfach mein Zimmer jetzt sein. So. Minibad könntest du einbauen in die Ecke rechts. So diese 3x3 Kasten, da könnte ein Bad rein. Ansonsten alles weg. Einfach alle Wände weg. Auf den Balkon komplett zukleistern mit Pflanzen. Denner im Fein. Genau, diese 3x3 Kasten rechts in der Ecke, da kommt ein Bad rein. Ansonsten halt mein Zimmer. Kann ich dir aber gleich sagen, was so ungefähr, ne? Okay. Ich will auf jeden Fall diesen krassen Hipster-Teppich. Aber das war klar. Ich habe gerade von deinem Wassereinschenken ASMR bekommen. Wer? Sehr gut. Minora, ah, hi! Wasser einschenken. Beim Stuhlen nach oben. Gibt's das Wort überhaupt? Stuhlen? Nee, ich will nicht da mein Bad haben. Hä, hast du dich gerade gesagt da? Ja, jetzt ist es links unten. Diese 3x3, diese Ecke, diese seltsame Ecke. Da musst du einfach nur die Wand gerade ausziehen. Das hier? Nein. Warte, ich muss warten. Ja, genau, erstmal die Wände weg da. Ah! Bei Sophie, warte, bei Sophie müssen die Lavas vor die Sklavenkerkertür als Torwächter der Hölle. Dum, dum, dum. Genau, also da, wo du jetzt vorhast, die Wand zu bauen, perfekt. Genau die meinte ich, diese Ecke da. Da ist das Minibad dann. Hä? Warum hat die Tür nicht die Farbe? So. Um meinem Bett gibt es nämlich Farbe. Unbedingt. Ja. Gut, wie soll dein Bad sein? Ja, wie soll mein Bad auch sein? Auch Regenbogen-Puzzleteile. Von mir aus? Nein, es kann einfach blau sein oder so. Okay. Irgendwas Beruhigendes. So. Ja, aber Puzzleteile ist schon ganz lustig. Zu spät. Ich bin ja so ein bisschen Pop-Art, also... So. Nein, ich will Puzzleteile. Puzzleteile? Ja. Okay. Das war lustig. Dann hast du auch eine lustige bunte Toilette dazu. Alle gehen dann bei Dennis oben auf Klo, weil die fancy ist, wie so eine Japano-Toilette. Ja, geil. Mit beheiztem Sitz. So japanische Toiletten, wo man sich... Nee, mein Klo habe ich mir eher rechts vorgestellt, ne? Und dann, wenn man reinkommt, sieht man mich nackt im Badewanne baden. Perfekt. Da, wo die Tür ist, da muss die Badewanne so schräg rein und die Toilette einfach rechts. Einem zufrieden dann. Und natürlich brauche ich ein Waschbecken und ein Spiegel, um mich beim Baden anzuschauen. Okay. Jetzt musst du meine ganzen Wünsche managen. Ja, ist ganz schön anstrengend. Und nicht vergessen die Wandfarbe, ja? Die möchte ich auch noch hübsch haben. Ja, kommt noch. Okay, die Badewanne, ein bisschen übertrieben, aber ist okay. Die können wir nehmen. Wow. Die fancy Eggbadewanne, I'm in. Ich mag aber eher den roten da, aber ich meine, ja gut, nimm einfach, was du denkst, was gut ist. Du kannst, ja, passt. Okay, es muss... Alles ist benutzbar, aber es sieht schon gut aus. Du, den Spiegel kriegst du, ha, was bin ich schön, heiße. Ich frage mich, wer aus. Kann ich ihn nicht höher machen? Das ist scheiße. Boah, der ist super. Ich liebe ihn. Oh. Braucht auch ein Bidet. Stimmt. Da bin ich schwer dafür. Warum kann ich ihn nicht höher machen? Das kotzt mich an. Ja, dann mach einen anderen Spiegel. Mann. Diesen goldenen, krassen. Neben dem Stern. Neben den Stern? Ja, neben dem Stern, diesen goldenen, krassen. Also okay. Neben dem Stern. Ja, habe ich. Ist er nicht fancy, fabulous? So, Tapete. Siehst du, er passt sogar perfekt. Tapete muss irgendwas
so vibrant vibe, so ein bisschen, ja, bisschen Richtung vegan. Ich habe Tapete passend zu, zu deinem Boden gefunden. Okay, dann wir nehmen sie. Genau in dieser Farbe. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich teste aus. Das ist ein Pop-Color-Traum. Ja. Weiß, wenn ich alleine lebe, sieht das genauso aus. So, der Rest des Zimmers. Welche Tapete? Die, ich möchte, dass du die mit dem Boden nimmst. Was? Die ist so geil. Was? Die mit dem Boden. Die ist so geil. Okay, was für eine Tapete möchtest du? Ich möchte bitte eine Farbe und vielleicht so entweder so ein ganz süßes Grau oder so ein ganz süßes leichtes Blau oder so. Okay. So kannst du mir folgen. So diese, dieses bisschen Blau-Vibe, so Kunst, so Music, so ein bisschen Rihanna-Beyoncé-Mischung. Okay. Sehr gut durchdacht. Ja, ich merke schon. Dieses Grün-Blau, ich liebe es. Oder? Okay, ja, gut. Perfekt, super. Achso, Boden fehlt noch. Boden, ja. Boden auf jeden Fall Parkettboden. Parkettboden. Aber muss passen zu der Dings. Also ich weiß nicht, entweder so ein bisschen grau oder so ein bisschen super dunkel, aber nicht irgendwas dazwischen. Weil das geht gar nicht. Ja, vielleicht was Dunkles tatsächlich. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Eher dunkel dann. Oh, das fand ich ganz schön mit diesem Halbgrau da. Das erste. Nee, schwarz ist zu schwarz. Okay. Das erste fand ich gut. Gut. Versuch's nochmal mit weiß. Mit diesem Pad-Weiß. Oh! Ich sehe schon, wir haben kein Licht im Bad. Alles klar, wir kümmern uns um. Ja, das muss noch. So, was wolltest du? Das Weiße? Nee, okay, dann doch nicht. Ich will dieses Parkettmäßige so. Das ist gut. Wir können auch ein Grau probieren. Oh, das ist zu busy. Ja, so ein Grau auch nicht so schlecht. Oh mein Gott, gibt es hier Ziegelstein? Ziegelstein als Wand? Ich hab Metallboden. Als Wand Ziegelstein? Ja, Ziegelstein als Wand. Dann ist bestimmt. Das mein Personal Loft. Ja, eine Million Ziegelsteine gibt es als Wand. Aber willst du alle Wände oder nur eine? Komplett alle Wände, Ziegelstein, Loft. Like spilling the truth, spilling the okay. truth. Okay. Living in a loft and sucking Eddie. Ja, die erste ist perfekt. Man nimmt immer die erste. Nee, aber ich weiß nicht, musst du Licht anmachen? Doch, die erste ist super. Okay, perfekt. Okay, nice. Aber Boden machen wir ein bisschen in Richtung brown, you know? Like, vielleicht das erste, was wir hatten, ist ganz gut. Sowas? Finde ich nicht schlecht. Obwohl, wenn ich Ziegelsteine habe, würde ich vielleicht Linoleumboden nehmen. Aber es ist nur meine, ja, auf keinen Fall, meine auf keinen Meinung. Fall. Parkettboden. Gegossen. Parkettboden. Ja, nee. Das okay, ist so gut. Hell. Ziegelsteintapete ist so 90er. Ich schwöre, das ist keine Tapete, okay? Ich habe echte Ziegelsteine, okay? Ja, ja. I'm rich in this game, okay? Thank you. Das hat jetzt auch Ziegel. Diese eine Wand im Bad hat jetzt auch Ziegelsteine. Das ist nicht ach, geworden, scheiße. Ne? Ah. Ja, weil Melissa da irgendwas nicht zu Ende gebaut hat. Ich sag's euch. Ja, es geht leider nicht anders. Tut mir leid. Ja, dann ist eine Wand Ziegelstein. Das finde ich irgendwie besonders. Okay, das Parkettboden geht eigentlich auch klar. Aber ich hätte es eigentlich noch ein bisschen dunkler. Ja, lass die eine Ziegelsteinwand bitte. Lass sie. Okay. Ich schwöre, lass sie. Was war das? Ich stell's mir schon vor, alle wollen in Dennis' Zimmer, weil es so fabulous ist, während Sophie im Keller ein Blutbad hat und sich im Spiegel betrachtet. Ich schwöre. Die gelbe Lampe, I'm in love. Like Papi Girl. Okay, aber ich will so eine richtig fette Lampe in meinem Wohnbereich. So richtig fett einfach. Und Anna geht ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. So ein bisschen Kunst. Ja, was? Du musst nochmal anfangen zu reden. Was möchtest du? Du brauchst erstmal ein Bett. Ja, aber erstmal Lampe rein, damit wir sehen können. Ja, was für eine Stehlampe oder eine Deckenlampe? Deckenlampe, aber richtig fette. So ein bisschen Rich Vibes, so ein bisschen Kunst Vibes. So ein bisschen Rihanna Beyoncé Vibes, you know?
Sowas? Ich schwöre, Melissa kann nicht mehr. Aber musst du jetzt durch? Du brauchst was Industrielles jetzt, wo du so ein Loft hast, finde ich. Ja, irgendwas sowas. In so eine Sache. Was ist damit? Ja. Aber nichts in Gold, ja? Gold geht nicht. Ah, das ist mehr so ein Kupfer. Kupfer ist doch in. Ist Kupfer noch in? Ich weiß nicht. Nein. Okay, ich mach's weg. Oh, die Wolke finde ich aber auch ganz süß, also. Ja, aber das hat zu wenig Licht. Ich brauche irgendwas, was so krass Licht macht. Ja, aber wenn wir die Wolke und die andere reinmachen, die Wolke hängt über deinem Bett rechts und die Industrial Lampe links. Aber die ist so klein. Jimmy, man schreibt, das Haus hat auch keine normalen Bäder. Einmal das Gay Pride Bad und dann das Psycho Bad. Okay, also die Wolke gefällt mir. Ja. Aber mein Bett befindet sich auf der linken Seite. Vielen Dank. Oh. Und die andere Lampe ist hässlich, okay? Mach sie weg, ich schwöre, bevor ich dich wegmache. Okay, was ist mit... Ganz viele Ringlights. Ringlights gibt's leider nicht. Okay. Ja, die Wolke ist da super. Die hässliche graue Industrial-Scheiße da, verpiss dich. Okay. Nee, die ist hässlich. Ja, mach mal Kronleuchter. Kronleuchter? Mach mal einfach diesen fetten Kronleuchter, den letzten. Warte, ich guck nach, welche Farben es gibt. Rosa, blau. Müssen wir das grün nehmen. So, das läuft doch jetzt. Vergiss das Ebola-Fliegenbad nicht. Melissa, habe ich da was verpasst in den letzten Jahren? Mann, weil wir doch so viele Fliegen im Atelier hatten und dann meinte Luke, die Fliegen fehlen noch. So, mit der Lampe bin ich zufrieden. Also, jetzt... Bett. Jetzt suchen wir ein Bett. Genau. Na, Fürst der Finsternis Bett. Da gibt's nur eins. Ich muss erstmal gucken. Wir müssen für drei warten. Es kann... Ich kann zu nichts Ja sagen. Es kann nur dieses Bett sein, kein anderes. Okay, ich Prinzessin Cordelias... Galeonenbett. Galeonenbett, perfekt. Okay. Aber dieser Bettwäsche ist hässlich. Es geht leider nicht anders. Okay. Was gibt's noch für Farben? Moment, ich möchte vorher noch vorlesen. Prinzessin Cordelia hatte eine Schwäche für Piraten. Im Laufe ihres Lebens ging sie mit drei Vertretern dieser Profession aus, deren säbelrasselnder Stil in eine ihrer Möbellinien eingeflossen ist. Unterwassermobiliare. Dieses Bett ist eines Kapitäns würdig und sieht aus, als würde es auf einer Galeone gehören. Perfekt, ich nehme es. Ja. Jedem Möbelstück so eine Beschreibung? Ja. So, ich brauche unbedingt einen Teppich. Erstmal Hundekörbchen. Auf jeden Fall, ja, Hundekörbchen. Aber eher so links in der, nee, rechts in der Ecke, weißt du? So da, wo die Kronleuchtlampe ist, so da, so ein bisschen in die Ecke, weißt du, so ein bisschen. Okay. So ein bisschen weiter weg von meinem Bett, weil muss man ja alles nicht haben. Aber schon so, für Dennis bitte Leopardenbettwäsche. Für was für eine Ho hältst du mich? Okay. Nein. Oh wow, okay. Satan. Satan-Bettwäsche hier. Bei Satan. Ja. Bei Satan. Okay, wir nehmen andere. Ja, was für eine Farbe willst du denn? Ich weiß nicht. Ich finde die Streifen. Also die Streifen, ja, nimm die Streifen. Die finde ich ganz gut. Passend zum Hundekörbchen. Haben die Streifen? Grau. Ja, ist gut. Okay, so, Teppich. Genau, Teppich hätte ich gern so ein bisschen modern, aber immer noch so, hey, wir sind minimalistisch, aber wenn was ist, dann klatsche ich dir eine mit meiner Pop-Art-Hand, so, weißt du, was ich meine? So schon so ein bisschen Vibes, aber auch so ein bisschen gechillt. Okay, dann würde ich sagen, passt der Pocolomene-Teppich hier hervorragend. Der ist so hässlich. Ich kann diesen diesen krassen, wie heißt der denn? Mann, diesen vorletzten oder so ist das, glaube ich. Aber der ist vielleicht zu groß. Ja, aber ich kann den ja kleiner machen. Ja, stimmt, kannst du kleiner machen. Ja, dann ganz, ganz unten ist er. Und dann dieser Modern Art Teppich da. Aber nicht in Rot.
Hä, Objekte können keine Treppen überschneiden? Was ist das für ein Blödsinn? Was ist das für ein Hurensohn-Shit? Hä? Ich schwöre, richtige Hundesöhne. Ja, dann scheiß auf den Kackteppich, sollen die sich doch ficken, Mann. That escalated quickly. Okay, dann hätte ich gern so ein bisschen orientalischen persischen. Okay. Also als hätte ich so eine Band in meinem Zimmer, aber ich habe keine Band. Ja. Alle Kerle, die Dennis abschießt, werden einfach in Sophies Keller gebracht und in das Psychobad gesperrt. Ja, ich betreibe dann sowas wie Recycling. Recycling? Den, ja. Dezent vergrößern. Ja, geht nicht, weil dann kommt er auf die das Treppe. Ist süß. Okay, cool. Oh, nee, dann lieber nur ein. Nicht diese Dreier-Teppich-Sache. Auf keinen Fall. Den oberen lässt du neben der Tür. Alle anderen zwei weg damit. Ich schwöre. Ich habe jetzt quer gemacht, finde ich auch nicht so schlecht. Ich muss gucken. Ja, in der Zeit kannst du ja einen fetten Kaktus aufstellen. Ja. Den Big Daddy Boy von vorhin. Okay, quer finde ich hässlich. Also wieder so, wie es war. Danke. Jetzt fetten Kaktus, so auf meinen Balkon. Und ja, ganz viele Pflanzen auf meinen Balkon. Aber da müssen wir auch noch mal kurz sprechen. Weil, oh Gott. Ne? Ja. Nein, Kaktus auf meinen Balkon. Ja, habe ich gemacht jetzt. Gut. Fantastisch. So, was gibt's da? Gibt's da noch irgendwie Sukkulenten, so ein bisschen? Oder Monstera-Pflanze oder sowas? Das hier sieht aus wie eine Sukkulente. Naja, nicht wirklich. Nee. Ich pack's erstmal hin. Naja, Sukkulentenliebe ist hier nicht so stark auf jeden Fall. Oh, das ist süß mit dieser Mini-Agave, was du da hast. Aber du musst sie größer machen, richtig fett. Noch größer? Ein Stück noch. Was haben wir denn noch hier? Ja. aber diese Aloe da, ein Stück größer und dann unter. Ja, genau da. Genau da, wo du sie jetzt hattest. Perfekt. Perfekt, super. Das ist zu groß. Ja, vielleicht stellst du noch einen Stuhl dahin. Oh, dieser vierte Pflanze ist auch super. Oh, die ist groß genug, die ist perfekt. Noch größer? Ja, okay. Nee. Fetti. Ja, das war perfekt mit der Größe. Also dieses Mittelding war super. Und die linke Pflanze weg damit. Und noch ein Stuhl dazu, so ein bisschen, damit man chillt und die Pflanzen sich anguckt. Und das war's. Gut. Drei Pflanzen reichen vollkommen. In einem Land vor unserer Zeit. So einen schicken Hipsterstuhl noch drauf. So ein Hipsterstuhl? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Tisch, einen Computer und einen Stuhl. Ansonsten brauche ich Gemälde, natürlich. Natürlich. Und ich brauche einen Dingsbums zum Abstellen, Beistelltisch. Melissa bekommt gleich noch Sims Burnout. Ja, Mann. Oh, der weiße Hipsterstuhl ist super. Aber nur ein bitte und der guckt zur Tür. Der guckt zur Tür? Okay. Ja, gut. So, genau so. Bisschen tut er. Schräg, so. Okay, dann, was wolltest du noch? Okay. Ich wollte einen Tisch. Bärenfell mit Kopf, boah, das würde ich bei mir hinlegen unten. Ja, Mann, ich auch. Ein Tisch? Was ja, für ein Tisch? Wofür? Ein Stuhl für Computer. Du hast doch unten einen Computer. Hallo, nein, ich will noch eins zu Pornos gucken. Hallo. Okay, I feel you. Ich brauche kein Fernseher, auf keinen Fall, das ist schlechte Energie. Ja, ansonsten so Beispieltisch und so Kunst und vielleicht noch so zum Malen. So eine, wie heißt das? Gibt's hier nicht diese Riesenplatten? Eine Staffelei. Genau, Staffelei. So. Und da wo die Treppe ist, ne, da kommt man so rauf. Ja. Da wo so in der Mitte des Raumes, man, in der Mitte des Raumes eigentlich müsste das stehen, so neben dem Teppich.
Also links wäre dann der Teppich. So, nicht da, wo man reinkommt, sondern von der anderen Seite. Nein, ich hab's jetzt erstmal hier hingestellt. Ja. Oh, den Tisch finde ich ganz cool. Diesen hässlichen, komischen, seltsamen. Der ist super. Ja, ich habe auch den passenden Teppich. Aber Staffelei muss ein bisschen, wirklich zwei Kästen nach unten. Und dann muss sie zum Balkon gucken. Dann ist gecheckt, Mann. Gut. So, willst du den krassesten PC? Ich will irgendeinen, der hübsch ist. Na dann die Mac-PCs, die wir auch unten haben. Ja, dann so einen. Oh, richtig süß mit der Staffelei. Ich könnte weinen. Und du musst die Treppe natürlich noch abdecken, sonst ist es gefährlich, weißt du Bescheid. Oh, jetzt sehe ich die Wand, wo mein PC ist und so. Da muss fettes Bild hin. Gut. So fett, dass ich explodiere. Aber so ein bisschen modern, weißt du, so voll so moderne Vibes. So ein bisschen Drake, ein bisschen Kanye West. Und ich war so, okay. Okay. Ich habe so eine Jazz-Sache jetzt. Kann auch was Lustiges sein. Irgendwas Behindertes, was man nicht erkennt, so. Ja, ich habe jetzt Das ist perfekt, das erste Bild, super. So eine Jazz-Cat-Sache. Über dem Tisch bitte, richtig perfekt über dem Tisch. Ach, über dem Tisch. Also, was heißt über dem Tisch? Einfach so, dass es perfekt ist. Okay. Und, also, ne Bildschirm und dann oben drüber. Oh, Bild. Ist voll schief. Jetzt habe ich's. Okay. Okay, gut, super. Da könnte auch locker ein Beamer mit einer Leinwand hin. Ja, aber ich finde, Beamer ist immer scheiße. Die Farben sind immer kacke und es ist voll der Hassel, bis man es anmacht und so. Und neben meinem Bett muss natürlich auch noch irgendwas hin, so ein Bild, aber dann... Da hast du ein Fenster. Langsam. Da muss ein kleines Bild hin, okay? Meine Vorstellung ist nun mal so. Gut, ein kleines Bild. Und beistellt sich mit kleiner Lampe natürlich. Tragischer Clown. Das ist sehr russisch auf jeden Fall. Aber vielleicht machst du das Fenster ein bisschen mehr als rechts. Nee, aber eigentlich ist so schön so ein bisschen schief, das gefällt mir. Das hat so ein bisschen Hipster-Dreieck. Oh, dieser Clown. Ja. Oh mein Gott. Ich wusste es doch. Der russische Clown. Diese Clown-Sache bei mir. Du eklige Ja, Schmerz, sorry. Chris und Melissa erkennt, dass er irgendwann wirklich seine Seele an Sims verkauft. Was schreibt Nonoko? Der Stuhl ist echt perfekt, sogar mit Lagerraum für eine Kalaschnikow, um Einbrecher alternativ auch nervige Kinder abzuschießen. Perfekt, einfach perfekt. Die Leute wissen genau, was ich damit sagen wollte. Jetzt weißt du nicht. Ich schwöre, hör jetzt nicht auf. Ja, und an der und bei der Treppe müssen wir so ein kleines Zaun bauen, damit ich nicht umfalle. Wirklich? Wo finde ich den? Zeige ich dir gleich. Erstmal mach dir den Beistelltisch. Ja, habe ich. Okay, was willst du auf dem Beistelltisch haben? Eine Uhr? Ich will... der Beistelltisch ist hässlich. Ich will diese Koffer haben. Diese drei Koffer waren schon echt nice. Okay, gut. Drei Koffer. Und genau da links, das war super. Alter, dieses Clown-Gemälde, ich komme nicht klar. Wie scheiße das ist. Halt deine Fresse, ich schwöre, Mädchen. Guck mal, wie er aussieht. Halt deine Fresse. Er fühlt den Schmerz. Er gehört eigentlich eher in meine Wohnung. Ja. Der hat voll der süße Ballon. Oh, ich liebe ihn. Fünf Bilder davon. Fünf Bilder davon müssen in das Psychobad. Der ist bestimmt verflucht. 100 pro. Mach mal jetzt, ich schwöre. Ja, was willst du denn? Was denn? Ich will eine Mini-Lampe auf meinen drei Koffern. Und ich möchte noch einen kleinen Bücherregal. Und dann war's das, okay? Dann lasse ich dich in Ruhe, okay? Okay, gut. Möchtest du das außer Atem? So. Suchung bei Sims. Was? Ist das, Dennis? Was? Geistern. Das ist bei dir Spuk. Gibt es das bei Sims? Ja, na klar gibt es Geister. Hä? Oh, die hässliche Roboterlampe war super. Wirklich?
Okay. Ich liebe sie. Ich Gut. bin doch seltsam. Bei Sims raste ich voll aus. Ich habe die seltsamen Sachen. So, die Roboterlampe war super. Ja, die Roboterlampe ist in. Okay, was war noch? Ach, so kleines Bücherregal. Ah ja. So nicht ernsthaft gemeint, aber schon so, hey, ich lese nicht. Und das hätte ich gern, ja, da so rechts von der Treppe, ungefähr da, wo mein Staffelei steht, nur halt wirklich an der Wand. So. Okay. Genau. So ein Mini-Ding, so. So, ich mein's, falls es ein schön gibt, aber ich glaube, es gibt keine schön, deswegen, okay, wir lassen Bücherregal jetzt. Nee, ich hab dir ein kleines an die Wand gemacht. Okay, ich muss gucken. Kann man mit dem Bild nicht sogar den Clown heraufbeschwören? Oh, das ist wichtig mit den drei Büchern. So tun als ob. Ja, mir. Genau, aber nicht zu viel. Aber nicht zu viel. Ich glaube, wir sind fertig, Mann. Es gefällt mir. Okay, noch, nee, okay, noch eine letzte Sache. Ja. Ein Spiegel. Wow. Noch ein Spiegel in mein Zimmer. Da, wo rechts von der Balkontür oder links von der Balkontür wäre schon. Ja. Nett. Oh mein Gott, nein, da wo die Staffelei ist, an die Wand, da wo der rote Teppich ist, so da, so mittendrin. An die Wand, ein Wandspiegel? Ja, so ein Wandspiegel oder hinstellen, wie auch immer, es ist mir egal. Ich will einen Spiegel, ich sehe diesen Spiegel gerade. Ja, es geht da nicht an die Wand, er muss leider links. Links ran, ja, sorry. Ja, das ist okay. Ja. Ja, gut. Man kann den Clown heraufbeschwören, wow, das müssen wir auf jeden Fall machen. Der schlachtet dann alle Praktikanten im Keller ab. Unter meiner Aufsicht. Ganz ja. Kurz, der Engel geht da gar nicht an die Stelle da. Okay. Einfach nur da, wo der Teppich ist und die Staffelei an die Wand. Die Staffelei ja. an die andere Wand? Die Staffelei ist da voll gut, Mann. Nein, okay, dann nein. Rechts von der Staffelei ist ja auch noch Platz. Da an der Seite des Tisches, da kannst du den Spiegel hinhängen. So, ich gucke mich im Spiegel an und dann gehe ich die Treppen hoch. You know? Like, get it, girl. Hier? Du bist richtig am Struggle. Ja, aber ich kann nicht überall Sachen platzieren. Also da, wo der Tisch steht, ja. drei, vier Kästchen nach links, wenn man die ganz unteren nimmt, dann gibt es da Platz für den Spiegel. Hier. Gegenüber der Regenbogentür, Mensch. Ja, habe ich. Aber der Spiegel ist viel zu klein für da. Brauche ich einen größeren. Ja, dann nimm fetten, goldenen oder. Genau. Ja, es muss dann mehr sowas Opulentes sein. Ja, aber genau, der Platz ist super dafür. Ja. Gut. Halt einen Kasten weiter, aber ja. Okay. Wow. Okay, jetzt sag mir noch schnell, wie diese Wand, diese kleine, wo es die kleine Wand gibt, damit du nicht stirbst direkt. Ach so, genau. Du warst eigentlich schon richtig. Man geht in dieses Hausding und ja. dann gab es da so einen Zaun angezeigt. Ah ja. Also so ein Hausbereich und dann Zaun. Also im Sims wird da niemand runterfallen, aber ich persönlich finde es einfach nur angenehm, wenn da so ein Sicherheitsding ist zwischen mir und der Treppe. Weil ich bin als Kind sehr oft von Treppen runtergefallen. Das ist mein Problem mit Treppen. Das geht hier irgendwie nicht. Rente Treppen. Ach so, ja, du hast die falsche ausgesucht, glaube ich. Man muss die. Es muss halt wie so eine Wand sein. Jetzt hast du die. Ja, voll seltsam. Ja, jetzt kannst du die bauen. So eine Halbwand kannst du machen. Ja, wo sind die scheiß Halbwände? Kellertool? Ich überlege gerade. Hä? Weiß das jemand von euch? Wo ist die Halbwand? Ah, jetzt sehe ich, wo die Halbwand ist. Ganz links im Bild. Glaube ich, ist da wie so eine Wand, aber es ist halt eine Halbwand. Also an, da, wo das Haus ist, ne? Ja. Und dann dieses Zaun und dann kommt die Tür und Fenster. Und dann kommt da so ein Stuhl mit bla und vielleicht. Ah, nee, das ist gestaltete Zimmer. Ja, Bullshit, Alter. Richtiger Hundesohn. Ja, gut, dann nicht. Ich meine, das wird schon nicht du musst, runterfallen. Ja, du musst mit deinen Ängsten umgehen. Lernen. Oder da steht, du musst den Zaun ziehen. Hä? Ah, vielleicht musst du doch du nimmst den Zaun jetzt und dann ziehst du ihn so. Ja, habe ich schon vielleicht probiert, kann. Aber er macht es nur draußen, er macht es nicht drin. Voll seltsam. Okay, dann soll er sich doch. Ja, gut. Okay. Okay, perfekt, das gefällt mir, es ist voll schön. Glinowskis Loft. Meins finde ich voll hässlich. Dann. Meins finde ich voll schön.
So, das nächste Mal machen wir hier unten meine Etage. Das wird spaßig. Die Treppe ist echt lebensgefährlich. Wir möchten eine Halbwand. Was, mit dem obersten der drei? Ja, also, wir müssen auf jeden Fall auf deinem Stockwerk eine Küche einbauen, weil ich sonst keine Küche habe. Ah! Also, Community Power, wir haben es gefunden. Okay, nice, dankeschön. Ah, Ja, sowas in der Farbe auch halt, wie es ist und so, weil du gut bist. Gut! Okay. Ihh, hässlich? Hat sie gerade den Weiß gemacht. Ich schwöre, willst du, dass ich sterbe? Ah, jetzt ist okay. Ja, gut. Hallo, und von der anderen Seite. Ja, alles ist zu. Du kannst nicht mehr runterfallen, wenn du besoffen bist. Gut. I'm happy. So, unten müssen wir später das nächste Mal auf jeden Fall eine Küche machen. Ja. Und alles andere interessiert mich nicht. Und dann nehme ich mein Google, was Belladonna Robin als Danke. Gut. Gut, vielen Dank fürs Dabeisein. Was? Ja. Ich würde sagen, ich bin wählerisch. Ja, aber deins finde ich ist echt nice geworden. Und das von Dennis ist auch nice geworden. Ja, meins ist schöner als von euch allen zusammen, okay? Aber deins sieht wirklich sehr wohnlich aus, kann man nichts dagegen sagen. Tja, weil ich halt perfekter Profi bin, was Einrichten angeht, weißt du, ist okay.